Also jetzt ist natürlich Glückwunsch, Dirk, zum Dreier für uns. Mehr als unglücklich. Ich glaube, dass wir ganz gut angefangen haben. Wir wollten das Spiel etwas defensiver angehen, wollten etwas tiefer stehen und uns auf Konter verlagern. Ich glaube, das hat in einigen Szenen ganz gut geklappt. Wir hatten gute Ansätze bis zum 16er. Eine gute Chance mit dem Schuss von Pierre de Witt. Und darüber hinaus vielleicht noch zwei, drei gute Situationen, wo wir schnell am 16er der Darmstädter waren, aber dann haben wir es nicht gut ausgespielt, haben unser Tor insgesamt gut verteidigt. In der ersten Halbzeit nur diese eine Großchance zugelassen, nach einer Standard. Das war absolut in Ordnung. Zweite Halbzeit wollten wir so weiterspielen, haben aber schnell gemerkt, dass die Darmstädter den Ball in einer höheren Frequenz nach vorne schlagen und Druck aufbauen und haben nicht mehr genügend Lasten gehabt, sodass wir uns zum Wechsel entschlossen haben, haben Onyekwo gebracht für Ofosuaye, der leichte muskuläre Probleme hatte schon unter der Woche. Dann Michael Gadawski musste dann auch noch runter, da haben wir nochmal gewechselt und Kevin Wolze war am Ende gelb-rot gefällt, deshalb haben wir die Wechsel so verzogen. Ja, ich glaube, dass zwei Fehler, die dieses Spiel entschieden haben, dass wir uns aufgrund dessen nicht für den Aufwand belohnt haben. Das ist natürlich dann so, dass die Fehler der Mannschaft passieren, die die Serie nicht hat. Darmstadt hat eine gute Serie und man hat aber auch gesehen, warum, weil sie das wirklich mit einer Konsequenz spielen und das war schon richtig gut und ich glaube auch, dass Darmstadt sicherlich mindestens den dritten Platz belegen wird und ich wünsche alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und eventuell für die Relegationsspiele. Dankeschön. Ja, Carsten, erstmal danke für die Blumen und für die Glückwünsche und auch für die Wünsche. Ich glaube trotzdem, dass wir heute gesehen haben, dass wir uns im spielerischen Bereich sehr schwer getan haben. Die Duisburger haben das sehr geschickt gemacht. Sie haben die Außenräume zugestellt, wo wir mit unseren schnellen Leuten hinein wollten, mit Heller und Ivana. Das ist uns nicht so gelungen wie in der Vergangenheit. Und darüber hinaus haben wir ein bisschen die Kompaktheit vermissen lassen. Bei abgewehrten Bällen hatte meistens der Fusu am 16er 20 Meter vom eigenen Tor gewartet. Den haben wir nicht konsequent zugestellt. Er konnte den Ball in aller Ruhe runternehmen. Und wie es mein Kollege gerade beschrieben hat, er konnte dann auch teilweise ungestört dann mit dem Ball sich in unsere Hälfte bewegen und da die ein oder andere Möglichkeit des Konters sich da vorbereiten. Im Großen und Ganzen bin ich aber ziemlich stolz auf die Truppe, weil wir mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Energie und vor allen Dingen mit sehr viel Intensität, speziell in der zweiten Halbzeit, immer wieder versucht haben, das Duisburger Tor zu belagern. Wir hatten da auch die ein oder andere gute Chance. Aber auf der anderen Seite standen wir defensiv auch wieder ganz sicher, haben bis auf zwei Distanzschüsse aus dem Spiel heraus gar nichts zugelassen. Waren vorne immer mit unseren Leuten dann auch gefährlich, hatten gute Situationen vom gegnerischen Tor und sind dann auch irgendwo dafür belohnt worden, dass wir immer wieder versucht haben, über die zweiten Bälle, über eine aggressive Zweikampfgestaltung das Spielgeschehen in die Duisburger Hälfte zu verlagern, dort auch immer wieder Fehler zu provozieren. Vielleicht die eine oder andere Standardsituation auch torgefährlich hinzukriegen. Und das ist uns im Endeffekt auch ganz gut gelungen, sodass ich denke, dass dieser Sieg auf gar keinen Fall unverdient ist. Wir haben uns sehr aufgerieben gegen eine starke Duisburger Mannschaft, die uns alles entgegengesetzt hat, was sie hatte. Das haben wir von vornherein gewusst, dass Duisburg so ein bisschen auch das als Endspiel sieht. Wenn man den Abstand zwischen beiden Mannschaften gesehen hat und dass sie oben nochmal ran schnuppern hätten können beim Sieg. Das wollten wir unter allen Umständen auch vermeiden. Und dementsprechend war das ein sehr kampfbetontes Spiel, ein sehr intensives Spiel, wo sich beide Mannschaften überhaupt nichts geschenkt haben und wo wir im Endeffekt das glücklichere Ende für uns hatten. Mein Kollege mit seiner Mannschaft natürlich auch ganz klar für den Rest der Saison alles Gute, viel Erfolg, maximale Punkte. Und jetzt auch noch eine gute Heimfahrt.
bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, wir haben wirklich 90 Minuten dagegen gehalten, 90 Minuten Kampf, 90 Minuten versucht. Und ich denke, wenn wir mit 11 Mann durchspielen, dann spielen wir hier mindestens 0-0 und nehmen einen Punkt mit. Und dann, so wie es dann läuft, läuft es natürlich dann alles gegen uns, die rote Karte und noch ein Elfmeter dazu, eine Aktion später. Und das ist das, wenn du eine Serie hast wie die, dann gewinnst du halt so ein Spiel. Ich glaube, dass wir heute über das ganze Spiel ein sehr gutes Auftreten von unserer Mannschaft gesehen haben. Wir haben natürlich auch personell und vom System her heute anders gespielt, was wir, glaube ich, sehr, sehr gut angenommen haben. Wirklich grundweg, glaube ich, positiv zu sehen, das Spiel am Ende. Da sind es dann Kleinigkeiten. Es war von Anfang an ein sehr hitziges, sehr aggressives Spiel. Und dann letztlich haben auch solche zwei Aktionen dann das Spiel entschieden. Früher als kleiner Junge oder wenn wir hinterm Haus gespielt haben, war ich eigentlich immer der Torwart mit meinen Brüdern. Und deswegen habe ich auch gleich gesagt, ich mache das. Ich übernehme so ein bisschen die Verantwortung. Und ich glaube auch, wenn wir hier keinen Elfmeter gekriegt hätten, hätte ich die Null gehalten. Aber gegen den Elfmeter kannst du nichts machen. Ich spekuliere die andere Ecke und sehe dann, dass er dann rüberschiebt. Und dann kommst du nicht mehr rüber. Ich glaube, der hat ja auch diese Saison noch keine Elfmeter verschossen. Da steckt dann auch irgendwie ein bisschen Qualität dahinter. Und das nehme ich nicht auf meine Kappe. Ich glaube, an Aktionen gab es in der ersten Halbzeit mit Sicherheit mehr Highlights von beiden Teams. Zweite Halbzeit war dann doch sehr, sehr viel lange Bälle. Wir wussten, dass Darmstadt so spielen wird. Wie gesagt, ich finde, wir haben uns hervorragend darauf eingestellt. Und es ist ziemlich ärgerlich, dass solche Aktionen dann zu einer Niederlage führen. Also ich stand 10 Meter daneben, wenn mich nicht alles täuscht, dann war das erste Foul von Matze aus hier auf jeden Fall außerhalb des Strafraums. Ich denke, kann man auch Freistoß geben. Ja, ist sehr, sehr ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz sollten wir aus diesem Spiel positive C rausziehen und dementsprechend halt mit dem Elan auch in die nächsten Spiele gehen. Klar, wir stehen ohne Punkte da, das ist natürlich das, was am Ende zählt. Aber ich denke, aus diesem Spiel können wir auf jeden Fall den Einsatzwillen, den Kampf, die Leidenschaft mitnehmen. Ich glaube, alle 11 Spieler oder plus die eingewechselt wurden, haben erbarmungslos gekämpft, haben alles gegeben, sind über ihre Leistungsgrenze hinausgegangen und dass du da am Ende nicht belohnt wirst für so ein Kampfspiel, das ist einfach schade.